Guten Abend. Es freut mich, hier über unsere Arbeiten sprechen zu dürfen. Ich werde Ihnen Häuser zeigen, die wir gebaut haben, Projekte, die wir planen, wo wir am Planen sind, wo wir am Arbeiten sind. Ich werde also ausschließlich über konkrete Architektur reden und nicht über Theorien. Das ist, denke ich, ein wichtiger Bestandteil unseres Büros, ein wichtiges Merkmal unseres Büros. Und es freut mich besonders, das hier in Berlin machen zu dürfen. Ich bin ganz emotional geworden auf dem Weg hierhin. Ich habe hier das Praktikum gemacht vor 15 Jahren. Da war Berlin noch so düster und grau. Und für uns Schweizer, wo es ja gar keine richtigen Städte gibt, war das natürlich eine fantastische Erfahrung, diese Urbanität hier und die Ausflüge, wo wir so die Berliner Architektur, die klassische Moderne, aber auch die Industriearchitektur, das 19. Jahrhundert so aufgesucht und studiert haben, diese großartigen Architekturen, die uns sicher geprägt haben, die nicht in einem direkten Zusammenhang stehen zu dem, was ich Ihnen jetzt hier zeigen werde, aber die sicher der Hintergrund sind und die Basis unseres Schaffens sind. Ich möchte Ihnen einfach eine Serie Projekte zeigen, möchte beginnen mit dem Wohnwerk. Das ist, ein Pointer gibt es auch nicht. Vielleicht. Das ist eine Situation in Basel, eine Blockrandsituation, wo es darum geht, ein Wohnhaus und eine Werkstätte für geistig behinderte Personen zu bauen. Das haben wir jetzt begonnen zu bauen. Und das Schöne ist, dass diese Aufgabe, ein Wohnhaus und ein Werkstättengebäude in zwei separaten Häusern untergebracht werden kann, nämlich in einem Blockrandteil das Wohnhaus und im Hinterhof die Werkstatt, so wie sich das gehört in einer richtigen Stadt. Und da möchte ich nicht irgendwelche Berliner Diskussionen jetzt wieder aufnehmen, aber uns hat es gefallen, diese traditionelle Setzung mit einem neuen Hauspaar wieder aufnehmen zu können. Und woran wir arbeiten, ist, dieses Hauspaar jetzt zu entwickeln. Den Blockrand mit diesem Wohnhaus, der wird nicht ganz gefüllt. Man lässt eine Lücke da, um diesem halböffentlichen Charakter gerecht zu werden, die diese Institution hat. Es ist eben eine wichtige Institution in Basel, die sich um behinderte Menschen kümmert. Da ist dann der Blick von diesem Werkstättengebäude zum Wohnhaus. Und das zeigt eigentlich schon das Thema dieses Entwurfs. Es geht nämlich darum, zwei so typische Häuser zu bauen. Wir haben uns gefragt, was ist so das klassische Blockrandhaus, und haben die Moralität, das Lochfenster, die Massivität, die Plastizität als wichtige Merkmale versucht zu radikalisieren. Das Haus inszeniert diese Löcher, indem sie so ein bisschen wild geworden sind. Sie verlassen die Ordnung, sie machen das Haus noch plastischer. Das Haus hat dann eine grobe murale Oberfläche. Die Fenster, das war in diesem Modell damals noch nicht so, aber die sitzen sehr tief. Das sind so die Merkmale dieses Hauses, die absolut unspektakulär sind, die eigentlich so die ganz normalen Ingredienzen von der Architektur sein könnten, die aber hier dann bewusst auf die Spitze getrieben werden, was natürlich dann vor allem in der Detaillierung wichtig ist, dass sie dann nicht auf einer Materialebene banalisiert werden. Und im Innern dann der Versuch, den Zellengrundriss, den muralen Grundriss, ein Zimmer hat ein Fenster und eine Türe, so weit zu modifizieren, dass diese spezielle Situation, dass dieses Haus eben diesen Zugang zu diesem Hinterhof macht und folglich also drei Seiten hat oder durch das Abknicken vier Seiten hat, dass diese Bewegung dann im Innern spürbar wird und plötzlich jedem von diesen Zimmern, die mit ganz einfachen Mitteln gemacht sind, dann aber so einen spezifischen Charakter geben. Da hat man dann zum Beispiel die Loggia, die sehen Sie rechts oben, die wie ein Zimmer behandelt ist. Der Flur wird plötzlich an einer Stelle so überdick und kriegt so Wohnraumqualitäten. Es gibt dann so verzogene Räume, es gibt einen fünfeckigen Raum an einer Stelle. So hat jeder Raum hat dann plötzlich eine spezifische räumliche Qualität. Oder zum Beispiel dieser Raum, der dann so spitzwinklig wird und zwei Fenster kriegt.
das ist so der Versuch, mit einfachen Mitteln, mit einfachen architektonischen Mitteln, einem Ort oder diesen Räumen oder einem Objekt eine spezifische Physiognomie und eine Einmaligkeit zu geben. Ich denke, das ist ein Thema, das uns beschäftigt. Hier nochmals diese Loggia, die dann so überlang wird. Und ein Thema, das uns beschäftigt und das ich jetzt auch so an ein paar Projekten hier zeigen möchte. Komplementär dazu dann die Werkstatt. Da haben wir gesagt, das ist so das klassische Hinterhof-Gewerbegebäude. Das ist ein Stützenraster, Plattenstützenraster und Kern. Und was hier geschieht, ist, dass dieses Haus ein bisschen wild wird. Es gibt nicht so viel Raum im Hinterhof, da sind Schleppkurven von Lastwagen und Grenzabstände und feuerpolizeiliche Vorschriften einzuhalten. Und die wirken wie so Kräfte, wirken die auf dieses Haus und befreien es von so einer rigiden Form, wo das Objekt dann so fassbar ist. Damit wird das Haus so weicher, plastischer und plötzlich wird dieser Kern nicht nur einfach so eine, nicht mehr so eine Kernzone, sondern er entwickelt plastische Qualitäten, er wird so zum Körper. Die Stützen sind nicht aufgereiht, sondern sie werden so zu einem Feld und werden räumlicher. Das ist dann das Attika-Geschoss, da muss man dann mit den Baugesetzen so weit kämpfen, um ihm doch eine so spezifische Form zu geben, indem dieses Attika-Geschoss so an den dünnsten Stellen den Körper drunter berührt und das dann im Grundriss, das an und für sich absolut simple Haus, Stützen, Platten, Kern in der Mitte. Eine wichtige Entscheidung dann noch, wir brauchen zwei Fluchttreppen. Da haben wir entschieden, die zweite Fluchttreppe nach außen zu legen. Oder damit das Haus wirklich im Zentrum nur eine Treppe hat. Ein Zentrum, eine Treppe hat auch so etwas Soziales, da bewegt man sich, da schwatzt man schnell. Und diese Einfachheit des Hauses, das eine Treppe hat, wird einfach unterminiert durch diese feuerpolizeiliche Vorschrift der zweiten Treppe. Und das sind wichtige Dinge, wo es uns ein Anliegen ist, dann ganz am einfachen Objekt zu einer Schärfe zu finden. Die zweite Treppe ist dann nämlich außen angelegt, die ist ein bisschen übergroß, so plastisch inszeniert und hat dann so eine Außenraumqualität. Sie sehen sie im Hintergrund. Die wird dann so Teil von diesem Außenraum, da kann man Pause machen. Das ist dieses Objekt, so mehrfach gebrochen, nicht richtig fassbar. Die Ansichten. Hier nochmals diese Treppe. Und so sind diese Häuser, die sehr ungleich sind in der Größe, das Größere versteckt seine Größe natürlich auch durch dieses durch diese fragmentierte Geometrie. So sind diese Häuser, stehen sich in einem maximalen Kontrast, könnte man sagen, entgegen. Das murale Wohnhaus, das eben so durch seine Moralität die Behaglichkeit des Wohnens so ermöglicht und so das industrielle Hinterhof-Werkstattgebäude. Und zusammengebunden werden sie dann durch ein sehr oberflächliches Mittel, nämlich durch diesen silbernen Anstrich, der dem so, wie so, wir reden davon, wie so die kleine Fabrik, so der Schlossereibetrieb, der so mit der Corporate-Farbe, die so auf dem Briefpapier ist, dann auch noch die Architektur anstreicht und dem so Institutionscharakter gibt. Also dass diese Institution hier in der Stadt so eine Identität kriegt mit diesem Hauspaar. Ein nächstes Projekt, wo wir von einer ähnlichen Fragestellung ausgegangen sind, ist ein Bankgebäude in Liestal, das ist in der Nähe von Basel. Da hat uns sehr interessiert so diese klassische Bürohausfassade, der Curtain Wall, die Metallfassaden, das Raster als primärer Ausdruck des Bürohauses. Und wir haben dann versucht, in dieser Tradition weiterzugehen und diese Tradition nicht so zu konterkarieren, sondern sie zu radikalisieren, indem nämlich einerseits dieses Raster inszeniert wird durch eine Plastizität. Also diese einzelnen Fensterelemente kriegen so plastische Rahmen und damit wird das Motiv des einzelnen Fensters oder des gereihten Fensters verstärkt. Und andererseits, indem dieser Curtain Wall
normalerweise natürlich eigentlich zu einem aufgeständerten Gebäude auf Piloti gehört. Hier wird dieser Curtain Wall bis auf den Boden runtergezogen und wird dann dort massiv. Das sind Ansichten von diesem Objekt. Dass sich dieser Bauch so einzieht, hat damit zu tun, dass wir sehr beengte Verhältnisse haben. Es ist rundum umfahren von Straßen und wir haben selbst die Möglichkeit gehabt, hier den Masterplan zu machen für das ganze Areal und haben vorgeschrieben, dass diese Häuser sich gegen unten verjüngen müssen, um da öffentlichen Raum zu schaffen. Das sehen Sie dann auch im Schnitt, da ist nämlich eine Bushaltestelle und wir haben dann mit diesem Mittel dieser Verjüngung erreicht, dass es da keine Schutzdächer braucht für den Wartebereich dieses Busbahnhofs. Also wir haben irgendwie diesen öffentlichen Raum so vereinfachen können und gleichzeitig diesem Haus so eine spezifische Charaktereigenschaft gegeben, wo das so inszeniert wird, wie dieses so schwere und eigentlich so schwerfällig proportionierte Haus auf diesem so verjüngten Sockel sitzt. Das sind dann die Grundrisse. Hier wieder der Versuch, diesem einfachen, viereckigen Haus eine ganz einfache Logik zu geben. Ein dreieckiger Kern in einem viereckigen Haus, der erzeugt dann so unterschiedliche oder sich verjüngende Büroschichten. Das finde ich interessant. So die, das Repetitive des Büros hier anzureichern, indem eben so eine Gangzone sich verbreitert und so reich wird. Also die Verformung ist hier wie ein Mittel, um die Standards, das Raster, das an und für sich so pragmatisch und langweilige zu transformieren, in einem konkreten Fall reichhaltig und interessant zu machen. Das sind dann Fassadendetails im Grundriss, wo Sie sehen, das sind diese, diese einzelnen Fenster, die so rausgedrückt sind und dann so motivisch diese Rahmen machen. Dasselbe im Schnitt. Und das gibt dann dieses Bild, diese Eingangsfassade mit diesem, mit dieser Wartezone für den Bus unten. Und da leidet man dann natürlich unter all diesen Geometrien, wo diese an und für sich komplizierte Fassadentechnik dann ans Terrain angeschlossen wird. Das sind dann x unterschiedliche Einzelsituationen, die zu lösen sind. Die Eingangssituation, Fassadendetails mit Sonnenschutz, Sonnenschutzglas, Dachabschluss. Das ist dann natürlich absolut wesentlich für die Erscheinung des Hauses, wie diese Details dann wirklich ausgeführt sind. Und hier dann diese Sockelzone mit all diesen Sonderausnahmen. Aber da entwickelt dann dieser Curtain Wall, der ja traditionellerweise eben so eine leichte Oberfläche ist. Hier entwickelt er eine körperlich-räumliche Kraft und gibt diesem Haus so eine unverwechselbare Identität. Hier nochmals diese Situation mit dem Busbahnhof. Da bricht dann der Curtain Wall ab und formuliert dann den Zugang zu diesem Haus über die ganze Breite. Im Innern die Lobby, das ist der Kern, dieser dreieckige Kern, der dann aufgelöst ist in Lift und Treppenkerne. Das Innere, dieser Korridor, der sich verjüngt, wo die Primärgeometrie des Hauses und die Geometrie des Kerns zusammen diese Räume erzeugen. Nagravision ist ein anderes Bürogebäude, wo wir in der Planung sind. Das war ein Wettbewerb für Kudelski, diese Firma in Lausanne, die Sie vielleicht kennen, die Verschlüsselungstechnologie macht. Das ist in der Mitte das Stammhaus aus den 60er Jahren. Links ein ganz neues Bürohaus mit verspiegelter Fassade und Klimatisierung. Und weil diese Firma sehr schnell gewachsen ist, dasselbe Programm nochmals ausgeschrieben in einem Wettbewerb. Und was wir getan haben, im Gegensatz zu anderen Büros, wir haben einfach den Perimeter gefüllt. Das sehen Sie, das Haus sitzt ziemlich satt auf dieser Parzelle. Das ist mal so ein pragmatischer Akt. Und was dann aber passiert ist, das Haus wird unglaublich dick und fett. Oder? Und es wird auch so, es steht dann so rechtwinklig zu den Nachbargrundstücken, auch zum bestehenden Haus.
Und diese Pragmatik, diese pragmatische Haltung, die ist dann an einer Stelle gegen vorne, wird sie dann gebrochen. Hier, das ist auch so zur Straße hin, da kommt man an, so nimmt man das Haus primär mal wahr. Hier entwickelt dann das Haus aus dieser simplen Stapelung von Platten, die einfach so den Perimeter füllen. Hier entwickelt es durch so eine leichte Versetzung dieses Knicks so eine minimale Physiognomie, oder? Da wird es so spezifisch, da wird es so weich. Da kriegt plötzlich diese scharfkantigen Betonplatten kriegen etwas so Verformbares, Plastisches. Das ist wie so quasi der einzige Akt, um diesem Haus ein Gesicht zu geben. Es interessiert uns hier, wie viel Architektur braucht es eigentlich. Und wie gesagt, andere Teams haben dann hier so L-Formen und T-Formen und andere so Figuren gemacht, die auf der Breite des Bürogrundrisses aufbauen. Und wir haben einfach mal die Parzelle gefüllt, was an und für sich natürlich schon mal interessant ist architektonisch, weil es schon, es ist zwar pragmatisch, aber es gibt so eine unvernünftige Dimension, die es dann nötig macht, eben diese Löcher ins Haus zu schneiden. Das ist noch die Recherche zu dieser Verformung. Die ziehen natürlich dann auch eine Verformung der Statik mit sich. Das waren so Arbeitsmodelle, wo man das getestet hat. Und das ist jetzt ein sehr interessanter Plan, der nicht von uns ist, der ist vom Statiker. Wir haben nämlich gesagt, das Haus ist wie zu groß, zu dick. Wir machen die Geschosse höher und wir machen die Stützenabstände größer. Also wir versuchen, die Ingredienzien, die es sowieso gibt, einfach so zu architektonisieren, stärker, größer, kräftiger zu machen. Und da haben wir also einen Stützenabstand von so Größenordnung 10 Metern. Und dieser Plan stellt die Spannkabeltrassen dar, die dann diesen Höfen ausweichen müssen. Und plötzlich entwickelt das Haus durch so eine ganz einfache Setzung, entwickelt eine ziemlich spezifische Physiognomie. Die sind dann nämlich auch sichtbar. Das sind nämlich Unterzüge, die dann den Raum bestimmen. So, das finden wir eine interessante Art des Arbeitens. So einfache Setzungen, kraftvolle Setzungen vorzunehmen, die dann plötzlich so eine Eigendynamik entwickeln und einem Haus ein Gesicht geben. Das ist dann so eine Büroetage, da haben wir mal untersucht, was sind dann so die Wege, wo laufen da die Menschen durch. Also wir haben versucht, darauf zu verzichten, hier jetzt diese Etage so in Bürostreifen aufzuteilen, sondern haben es so als Landschaft zu verstehen versucht, gesagt, ich habe einfach eine große Platte, wie bewege ich mich als Mensch, wo gehe ich durch, wo möchte ich verweilen, was sind geschützte, was sind exponierte Teile, und daraus dann so verschiedene Möblierungsschemata abgeleitet, wo wir immer wieder so von der Bürolandschaft geredet haben, die Großzügigkeit dieser Tiefe so zu nutzen. Das sind dann verschiedene Schemata und das dann im Modell überprüft. Das ist etwas Wichtiges, die großmaßstäblichen Modelle, das leisten wir uns, diesen Aufwand, das ist eigentlich ein wirklich hilfreiches Mittel. Da sieht man dann, dass diese Tiefe wirklich eine Qualität ist, also diese ungewohnte Dimension, wo man dann auch so die Orientierung verliert, wo man sich nicht gleich wieder orientieren kann, weil wieder die Fassade kommt, sondern wo es wirklich eine landschaftsartige Weite entwickelt. Das ist ein anderes Innenraumbild. Und so ist dann diese Architektur, das sind noch ein Schnitt, diese überstarken Decken, die dann die Stirn, die dann auch in Erscheinung tritt, in der Fassade. Und da sehen Sie, dass am Schluss das Objekt eigentlich nichts anderes macht, als einfach diese große Dimension zeigen, die Platte zeigen, die Statik, die relativ kräftig ist, weil die Stützen so dick werden. Also es ist quasi ein Inszenieren so von primären Elementen der Architektur. Wir haben das dann auch in einem Wettbewerb versucht, wo wir leider nicht gewonnen haben,
ein Projekt, das uns aber sehr gefällt, für die Fachhochschule Nordwestschweiz in Basel. Da haben wir auch versucht, aus so pragmatischen, Elementen so eine kraftvolle, expressive Architektur zu entwickeln. Das ist ein Gewerbe- und Lagerhausquartier, das sehr zentral liegt in Basel. Da gibt es einen Masterplan von Herzog & Dömeron, weil es offensichtlich ist, dass dieses Quartier in den nächsten Jahren und Jahrzehnten transformiert werden wird. Da wird Wohnen, Büros wird da stattfinden. Und das erste Projekt ist jetzt, die Kunsthochschule hier hinzubringen, bestehende Gebäude umzunutzen und einen Neubau dazu zu bauen. Und das ist unser Vorschlag für dieses Gebäude. Und zwar sehen Sie da im Schwarzplan, ist es ein sehr großes Quartier, das dominiert ist durch die Geometrie der Eisenbahngleise und der Straßen. Es ging da um Zollfreilager, also einen hohen Warenfluss gab es da. Und diese so sture Geometrie, die einfach diesen Gleisen folgt, ist eigentlich eine unglaubliche Qualität. Es ist wirklich ein toller Ort. Und wir waren da sehr vorsichtig, als es darum ging, ein Projekt zu entwickeln und dieses Gebiet so zu gentrifizieren, also zu transformieren in ein erstmals ein Schulgebiet und dann auch in ein Büro- und Wohngebiet. Wir haben dafür plädiert, strikte an dieser Ordnung festzuhalten. Also quasi jetzt nicht zu beginnen, diese Räume, die so industriell entstanden sind, urban zu interpretieren und zu beginnen, sie zu fassen und zu besetzen, sondern sie in dieser Nonchalance, wie sie entstanden sind, auch weiterhin zu bespielen. Und unser Projekt hat drum mit diesem Haus, das Sie vorher gesehen haben, an dieser Stelle ganz stur diese Struktur weiter kultiviert. Es gibt da heute kein Gebäude, das ist eine Rampe da. Wir haben gesagt, wir halten an dieser Struktur fest. Aber umgekehrt, wie so im sturen Raster von New York unglaublich viele Architekturen möglich sind, möchten wir auch hier eine zusätzliche Architektur schaffen. Ein Haus, das sich zwar diesem Städtebau unterordnet, aber dann innerhalb dessen so eine maximale Präsenz entwickelt. Es ist ein öffentliches Haus, es ist ein Schulhaus. Und haben da dann die Baugesetze ausgenutzt, die Lichteinfallswinkel definieren, wo man einfach, wenn man das Profil füllt, das hier bebaubar ist, zu diesem Volumen kommt, das Sie gesehen haben. Das tönt jetzt vielleicht ein bisschen einfach und man kämpft dann natürlich schon noch um Proportionierung und alles, aber diese schräge Abkantung, die so etwas Dachhaftes hat und dem Haus so eine Physiognomie gibt, die kommt aus diesem Baugesetz und diesem Ort. Und dann gab es noch ein Industriegeleise an dieser Stelle, das erhalten werden musste, wo wir mit dieser Auskragung reagiert haben. Das ist diese Ecke, die dann eine statische Herausforderung ist und über die wir ganz glücklich waren. Erstens mal, das sehen Sie so, haben wir dann versucht, hier so einen Ort, der da entsteht, dann zu nutzen. Da könnte nämlich so das Café sein. Und wir haben uns da wirklich bemüht, nicht in so eine Schulhausrhetorik und Schulhausarchitektur zu verfallen, sondern strikte in der Härte dieser Industriearchitektur zu bleiben. Nämlich, dieses Café hat dann so Rampenhöhe. Also an diesem Gleise gibt es die Rampe und da muss man halt diese Treppentritte runter und dann steht aus diesem Gleise, das einmal pro Jahr benutzt wird, stehen halt da dann die Stühle und Tische. Also es ist so ein Besetzen von so einem industriellen Ort, aber es ist nicht ein Bauen von einem Café und einem Außenraum. Das war uns sehr wichtig, dass man hier eben nicht ein Schulhaus baut, sondern ein Industriegebäude, das dann als Schulhaus gut genutzt werden kann und angenehme Orte bietet. Das ist ja ein Phänomen, das wir kennen als Architekten, dass ungenutzte Orte in sehr vielen Fällen einfach besser funktionieren. Der zweite Effekt von dieser ausgeschnittenen Ecke war dann die Statik. Das ist
ein System von in Rot gezeigten Spannstäben, die diese Ecke aufhängen. Die tragen dann das ab, die laufen übers Dach und bringen das auf die hier nicht dargestellten Kerne, die im Zentrum des Hauses sind. So ist diese Ecke aufgehängt und diese Diagonalen, die sehen Sie dann auch. Das sind nämlich die hier, die geben diesem Haus dann so eine Physiognomie. Das sind die Grundrisse, dieses Haus, das gegen oben immer schlanker wird. Und zu oberst dann diese Bibliothek, dass diesen schlanken und lichtdurchfluteten Raum nutzt. Also das ist dann so quasi das Schöne an diesem so aus den Baugesetzen erzeugten Schnitt, dass plötzlich ganz unterschiedliche Räume mit unterschiedlichen Qualitäten entstehen und man die für so ein komplexes Programm wie die Schule nutzen kann. Das wäre ein sehr schöner Ort geworden. Sie sehen hier nochmals diese Diagonalen, die dann da drüber laufen und dann auf den Kern das Gewicht abgeben. Jetzt vielleicht noch so ein letztes Projekt, das so diese relativ harten Bedingungen, die man manchmal in Aufgaben vorfindet, so versucht zu architektonisieren. Ich denke, das ist der härteste Fall, wo der Entwurfsspielraum quasi null war. Das ist vielleicht die Differenz dann zum Architekturstudium, dass es hier dann darum geht, harte Bedingungen, Sachzwänge zu nutzen und sie sich im Dienste der Architektur quasi einzusetzen. Es ist ein Wohnhochhaus am Bahnhof von einem Vorort von Basel. Sie sehen hier Basel links, der Rhein, und das Haus hier übergroß eingezeichnet, so eine pillenförmige Architektur, die sich so innerhalb, das sehen Sie nachher, der Siedlungsstruktur so um 45 Grad verdreht und damit plötzlich so quasi in der Achse des Rheins, in dieser und in dieser Achse und aber auch in dieses Tal so eine Geometrie entwickelt, die man an diesem Ort so primär nicht erwartet hätte, die wir so entdeckt haben. Das ist so der Friedhof von Architekturrecherche, wo wir gerungen haben um die Form von diesem Hochhaus. Pragmatisch sieht das so aus, es gibt eine Parzellenform, da gibt es Bedingungen zur Verschattung der Nachbargebäude, es gibt Lärmvorschriften, wir haben sehr hohe Lärmemissionen und man muss das Haus noch lüften können. Und am Schluss wird das übersetzt in eine Tragstruktur. Das nochmals, dieser Lärm, oben ist die Eisenbahn. Wir mussten also das Haus so weit abwinkeln, dass wir da im grünen Bereich sind. Also ein rechteckiges Haus hier hätte nicht gereicht, die Seiten. Fassaden wären zu exponiert gewesen. Und das nochmals in der Situation, das ist die Verschattung, die dann auch noch berücksichtigt werden musste. Und das war fast so das einzig mögliche Haus, das all diese Bedingungen erfüllt hat, das hier so quer drin steht. Und was uns dann plötzlich gefiel, ist, dass durch diese Verdrehung städtebaulich das Haus so zu einem Objekt wird, das gefasst wird durch diesen so ein bisschen fragmentierten Städtebau, dass also in diesem rechtwinkligen System auf diesem Platz plötzlich das Haus als kulturell, als kultural, als Kultur sich loslöst durch diese Verdrehung, die eigentlich aus so Sachzwängen entstanden ist. Und das ist, denke ich, ein entwurfsmethodisch wichtiges Thema für uns, diese Dinge wirklich so, diesen harten Fakten wirklich so entgegenzugehen, sie zu verstehen und sie zu nutzen und dabei dann eben so architektonische, erstens eine Architektur zu entwickeln, die eben resistent ist, weil sie diese Sachen löst und dabei aber auch architektonische Themen zu finden, die man jetzt vielleicht auf Anhieb nicht gefunden hätte, wenn man so straight entworfen hätte. Also diese Verdrehung, die fanden wir dann ganz interessant. Das ist dann so eine sehr spezifische Typologie von Wohnungen, die entsteht, die sich nämlich vom Lärm abwenden. Und da gibt es dann so Extremtypen, die so tütenförmig werden, aber andere, die dann sich auch zur lärmabgewandten Seite orientieren, aber über die ganze Länge ein Fenster haben können. Yes.
Stellareal Erlenbach ist ein beschauliches Szenario. Das ist ein Haus mit gehobenen Wohnungen am Zürichsee. Ein Industrieareal. Sie sehen, das ist so ein Zentrum von einem, so einem Fischerdorf ursprünglich am Zürichsee. Es gibt noch so diese Kernzonenbebauung. Es gibt aber eine Fabrik so aus den 20er, 30er, 40er Jahren. Es gibt so einzelne Bürgerhäuser. Und da haben wir die Aufgabe, zwei dieser Häuser zu ersetzen durch einen Neubau mit etwa 15 Wohnungen, gehobenen Wohnungen mit Sicht auf den Zürichsee. Und das ist für uns so ein bisschen ein Experiment, weil wir hier versuchen, so die Kontrolle über die Architektur, die Zügel so ein bisschen loszulassen. Sie sehen dieses Volumen, das ist so verschachtelt. Das hat so damit zu tun, dass wir unterschiedliche Dimensionen haben. Wir haben dieses Bürgerhaus aus dem 18. Jahrhundert, hinten ist es höher. Diese Fabrik ist relativ dominant. Man hat also so unterschiedliche Kräfteverhältnisse. Es gibt wieder Grenzabstände und so. Und wir haben so eine verschachtelte Architektur entwickelt, die natürlich auch etwas mit dem Wohnen zu tun hat. Jede Wohnung hat hier so eine individuelle Situation. Je nachdem, auf welchem Geschoss liegt, kann sie sich ganz anders orientieren. Und wir haben hier wirklich versucht, nicht eine Idealwohnung oder ein System zu entwickeln, sondern situativ jede einzelne Wohnung so zu entwerfen und sie zusammenzufügen zu einem Haus. Und das ist natürlich ein aufwendiges Unterfangen. Und am Schluss ist man dann doch, gibt es wieder so systematisierende Überlegungen. Die Statik muss ja dann wieder durchgehen und so, das ist klar. Aber das ist so der Versuch, wir haben dann auch geredet so von dieser Fabrik, oder die natürlich so eine pragmatische Fabrikarchitektur ist. Also es ist der Versuch, wie so dieses pragmatische Denken dieser Leute, die so diese Fabrik gebaut haben, anzuwenden auf den Wohnungsbau. Ich mache einfach so gute Wohnungen. Die braucht eine schöne Terrasse, die Orientierung sollte richtig sein. Und beim Entwerfen jeder einzelnen Wohnung sind dann plötzlich so Dinge möglich, die man so nicht machen würde, wenn man das Haus als System verstehen würde. Da gibt es dann ganz lange Wohnungen, die so ein Wandfenster haben, über 20 Meter. Es gibt Wohnungen, die in die Vertikale gehen. Und was das am Schluss so für ein Objekt ist, das ist dann wie so sekundär. Da sehen Sie die Fassade. Das ist dann so, könnte so ein Tapetblech sein, also diese so pragmatische Haltung, wie man diese Wohnungen so räumlich entwickelt, könnte dann in der Fassade auch so ihren Ausdruck finden. Das ist diese Ansicht, wo Sie sehen, dass die unterschiedlichen Wohnungen sich dann so abdrücken. Es gibt die vertikalen, die horizontalen, die langen und die dicken. Das sind dann die Fassaden. Und auch im Schnitt spüren Sie das, dass es so ein reichhaltiges Angebot an Situationen gibt. Das ist der Eingang, der dann so überhoch ist. Und vielleicht sieht man dann hier in diesem Grundriss doch am besten, was dann so rauskommt, wenn ich dann so jede Situation für sich so optimiere. Es ist ein Kern in der Mitte und so. Radial ordnen sich dann diese Wohnungen an. Die hier zum Beispiel ist dann so extrem lang und schließt so diese Gebäudeecke in sich ein. Auf der linken Seite habe ich dann auch so eine L-förmige, die sich um diese Gebäudeecke herum entwickelt. Gegen hinten habe ich dann eine zweigeschossige, die diese benachteiligte Situation der Nichtsehsicht wieder wettmacht. Braucht ein bisschen Nerven, so, sich so die Regeln und die Systematik zu nehmen. Aber es sind dann Dinge möglich, die vielleicht sonst nicht möglich wären, wenn man sich so zu viele Regeln auferlegen würde. Volta Mitte ist ein anderes Wohnhausprojekt.
woran wir schon länger arbeiten, was jetzt endlich in Ausführung geht. Sie kennen vielleicht das Novartis-Areal rechts oben, diese Industriestruktur, das ist dieser Industriestandort, der jetzt transformiert wird, rasant in diesen Forschungs- und Verwaltungsbereich der Novartis, wo Roger Diener und Sana und Frank Gehry alle schon gebaut haben. Adolf Krischanitz, ein sehr schönes Haus. Und in unmittelbarer Umgebung wurde hier unterirdisch eine Autobahn gebaut. Das ist die Verbindung von der deutsch-schweizerischen zur französischen Autobahn und eine ganze Reihe Häuser abgebrochen. Und es ging darum, dieses Stück hier neu zu bauen. Das war ein Wettbewerb, wo wir vorgeschlagen haben, diesen Blockrand Delgell wieder zu füllen. Und zwar mit einem Haus, das den Vorteil hat, weil die Situation das hergibt, dass es mit diesen beiden Köpfen so plastisch wird. Also es ist nicht ein Blockrandhaus, das eingeklemmt ist und eigentlich nur eine Fassade ist, sondern es wird wirklich zum Hausobjekt, zum plastischen Objekt. Und was Sie jetzt hier auf der Straßenseite sehen, ist, es macht 180 Meter lang diese Gerade und formt diesen Straßenraum, während es auf der straßenabgewandten Seite gegen Norden zu diesem Hof hin so diese knickartige Bewegung macht. Das hat einerseits damit zu tun, dass der Maßstab, die Maßstäblichkeit des Hofs mit diesem einen Einbau, aber auch mit so anderen so Kleinbauten und mit den Versprüngen der Rückfassaden, dass wir die so aufnehmen und beantworten wollten, also dass wir so das Kräfteverhältnis des bestehenden Hofs und unserer Architektur so ausgewogen lassen wollten. Und andererseits gab es auch pragmatische Gründe, nämlich zum Beispiel die Nähe von diesem Industriegebäude, wo wir mit dieser Ecke, wo dann die Fassaden sich eben nicht darauf orientieren, sondern sich so abwinkeln, plötzlich so Qualitäten schaffen, räumliche Qualitäten in die Tiefe. Also diese flache Straßenfassade und diese geknickte Hoffassade, und die erzeugen dann im Innern eine Spannung, die sich dann in den Wohnungen ablesen lässt. Und zwar ist jede Wohnung besteht aus einem großen Wohn-Ess-Kochraum. Da kommt man direkt an ein Treppenhaus rein, hat da die Küche drin, währenddem dann so die Schlafzimmer sich daneben anlagern. Und das ist immer das gleiche System, stur durchgezogen, aber unter diesen unterschiedlichen Bedingungen, die eben durch diese verknickte Fassade geschaffen werden, werden dann diese Wohnungen völlig unterschiedlich. Es gibt so die vielleicht die spektakulärste, die an der engsten Stelle, die dann so in die Breite gedrückt wird. Es gibt so die ganz tiefen, die ist 17 Meter tief, die wie so zwei Teile schafft. Es gibt so den Skischuh, hier haben wir genannt. Es gibt dann die auch an der Ecke, wo die Gebäudeecke in der Wohnung aufgenommen wird. Vielleicht ist das noch eine, die so das Zentrum in der Tiefe hat. Das ist auch etwas Schönes, in der Tiefe zu wohnen und dann so den weiten Blick nach außen zu haben. Also da haben wir jetzt pro Geschoss eine Anzahl unterschiedlicher Wohnungen. Keine ist gleich wie die andere. Ich finde das eigentlich etwas Schönes. Das ist wie so in der Altstadt zu wohnen, wo ich einfach sicher bin, niemand mehr hat diese Wohnung, die gleiche Wohnung, oder? Und der Flur ist viel zu lang und eigentlich eine Platzverschwendung, aber das ist, gibt dieser Wohnung so einen spezifischen Charakter, und am Schluss habe ich dann plötzlich eine Nutzung für diesen Flur. Das ist hier nicht gleich unvernünftig, die Wohnungen sind schon vernünftig, aber es geht hier nicht darum, jeden Quadratzentimeter so auszulutschen, sondern es hat ein bisschen was Irrationales, was dann auf der Ebene der Nutzung so einen gewissen Interpretationsspielraum lässt und eine Freiheit lässt, das zu bewohnen. Das sind dann so diese Wohneinheiten, die haben wir gebaut, das sind wie so kleine Einfamilienhäuser. Jedes hat dann so eine andere Physiognomie, hier nochmals größer. Die Balkone sind dann wie so, oder die Lodgen auf dieser Seite und die Balkone auf der anderen Seite, sind wie so Fortsetzungen von diesen Räumen. Und das sind dann so diese, die Sammlung dieser Räume. Jeder anders ist.
Und das ist dann der letzte an der Gebäudeecke. Das ist dann die Wohnung, die so markant spüren lässt, wo ich mich befinde, nämlich eben an dieser Ecke, wo ich quasi von der Wohnung in die eigene Wohnung rübersehe. Das haben wir dann auch in Modellen so überprüft. Das ist eine andere Wohnung. Und das ist dann nochmals das Objekt daraus, das da draußen steht, die Architektur, die so reich ist, weil sie so sehr viele unterschiedliche Situationen generiert und die dann stur mit diesen Bändern, so Klinkerbänder, wieder zusammengehalten wird. Also die laufen einfach stur rundum über das ganze Haus. Das können Sie dann auch hier sehen im 200. Modell, machen auch diese Balkone. Und dann gegen oben gibt es noch so Terrassen, die dann noch die Plastizität dieses Hauses so stärker inszenieren. Ein ausgeführtes Beispiel, wie spät ist es? Ein ausgeführtes Beispiel, wo vielleicht der plastische Raum auch ein Thema war, ist dieses Haus in Allesheim. Das ist eine Erweiterung zu einem bestehenden Wohnhaus aus den 20er Jahren. Die Bauherrschaft wünschte sich hier irgendwie so eine Gartentreppe oder ein bisschen ein größeres Fenster zum bestehenden Haus. Und wir haben sie dann überzeugt, dass ein Anbau das Richtige wäre. Das war in unserer Anfangszeit, als wir noch froh waren um jedes Projekt. Und Sie sehen, das ist ein sehr schöner Garten. Das Haus, das bestehende, lag sehr azentrisch. Und es war ein sehr gepflegter und reicher Garten. Und unser Vorschlag war dann, wir haben so ein Szenario entwickelt, eine Vorstellung, wie wohne ich da in dieser Erweiterung, und haben so das Bild des Gartenhauses hier entwickelt oder herbeigezogen, nämlich gesagt, wir setzen das mitten in diesen Garten, natürlich wir bauen an, aber wir setzen es mitten eigentlich auf die verbleibende Fläche und sind damit einfach mitten im Garten. Also wo ich rausschaue, ich habe immer diesen Garten, das ist eigentlich so das Szenario, und das hat sich dann auf der Ebene der Materialisierung niedergeschlagen. Wir haben das in Beton gebaut und in die Betonschalung diese Well-Eternit-Platten eingelegt, die man so braucht, ebenso für Gartenhäuser. Und damit ist das so ein Abguss oder eine Petrifizierung, könnte man sagen, so eine Versteinerung von einem Gartenhaus. Was dann sehr schön ist, weil das bestehende Haus hat so einen Zementputz und Kunststein-Gesimse. Also es ist quasi aus dem gleichen Material gemacht, aber es trägt so das Bild von so dieser provisorischen Gartenarchitektur in sich. Und das war dann aufwendig, zum Beispiel die Stöße wirklich so überlappend zu betonieren, so wie das eben gemacht wird im Gartenhaus, dass die Platten sich überlappen, das Wasser abläuft. Wir haben dann auch die Fensterbank wirklich betoniert und diesem Haus so Detaillierung eines richtigen Hauses gegeben. Das ist dann die Gebäudeecke, die dann halt so weich wird. Ist auch erstaunlich, wie stark der Beton wirklich die Qualität des Faserzements übernimmt, so diese Gewebestruktur. Die Fenster sind dann alle einflügelig. Das sind Schiebefenster, die man wegschieben kann in die Wand rein. Das Wasser entwässert einfach über den Beton runter, damit er so langsam vermoosen kann. Und das ist dann auf der Innenseite, diese Fassade. Da ist dann dieses Fenster gefasst mit diesem Fensterrahmen, der dem Fenster so den Charakter eines Bildes gibt. Und die Wand ist mit einer Tapete belegt, die wir selbst entworfen haben. Das ist Photoshop einer Fotografie. Und dann ausgedruckt als Papiertapete. Und so ist so diese künstliche Natur des Bildes in diesem sehr traditionellen Motiv der Tapete, das gibt es ja im 18. Jahrhundert sehr oft, so diese Landschaftstapeten, so wird also im Innern auf der Wand und in Realform des Ausblicks durch das Fenster die Natur so maximal inszeniert.
hier dann der Kamin und die Treppe hoch ins bestehende Gebäude, das haben wir dann auch renoviert. Da ging es dann auch sehr stark darum, wie verhalten sich die beiden Häuser, auf welchem Niveau stehen die zueinander. Der Boden, sehen Sie, da geht dann durch. Wir haben dann auch dem bestehenden Haus Farben gegeben, wie das so im 19. Jahrhundert ja üblich war. Also die Tapete im Neubau, diese Wandbekleidung, die gibt es dann im Altbau in so einer traditionellen Form des Anstrichs. Und das ist dann der Grundriss von diesem Haus, wo Sie sehen, das Projekt besteht eigentlich nur aus einer Wand. Es ist nichts anderes als die Wand, die außen sehr aufwendig betoniert ist und innen mit dieser Tapete belegt. Und die Fenster, die dann eben in dieser einflügeligen Schiebetechnik aufwendig, Sie sehen es hier ein bisschen, das kann man hier reinschieben, die sind dann sehr aufwendig gemacht und mit diesem Rahmen inszeniert. Aber das Haus ist nichts anderes eigentlich als diese Wandabwicklung. Der Rest ist eigentlich nicht inszeniert. Und es ist dann sehr schön, dass eigentlich diese murale, traditionelle Architektur des bestehenden Hauses zusammen mit dieser so wild gewordenen Wandabwicklung so verwächst. Und das ist so ein Thema, dieses Alt und Neu, das uns dann zugute gekommen ist in diesem Wettbewerb fürs Landesmuseum in Zürich, den wir 2002 gewonnen haben, was wichtig war, ein wichtiger Schritt war für unser Büro und wo wir mitten voll an der Arbeit sind und jetzt auch diesen Wettbewerbsentwurf in den letzten Jahren überarbeitet haben. Das ist ein Modell, wo wir letztes Jahr dran gefeilt haben, die Bolometrie nochmals zu überarbeiten. Es gab da auch politische Schritte noch, das Projekt wurde verkleinert. Und wir mussten da wieder so eine architektonische Form dafür finden und sind eigentlich ganz glücklich mit dieser Verkleinerung. Sie sehen, das ist so eine 19. Jahrhundert-Architektur, diese Anlage im Hintergrund. Und unser Entwurf sieht das Zufügen von Flügeln vor. Und das ist eigentlich sehr gut möglich, weil diese Architektur, diese historistische, ist eigentlich nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Architekturteilen, von Kirchenschiffen und Bürgerhäusern und Verbindungsflügeln und Türmen und Rundtürmen. Und es ist eine nicht in sich perfekte, klassizistisch abgeschlossene Architektur, sondern sie hat so die Möglichkeit der Erweiterung, trägt sie wie schon in sich. Und das haben wir uns im Wettbewerb schon zunutze gemacht, dass wir gesagt haben, dass diese Flügelanlage kann so weiter wachsen. Und jetzt bin ich wieder beim Thema, das wir vorher gesehen haben an diesem kleinen Wohnhaus in Arlesheim mit dem Wellbeton. Die Frage ist so, wie können diese beiden Teile miteinander kommunizieren? Ich habe ja nicht mehr die Mittel und ich will auch nicht die Mittel des 19. Jahrhunderts nutzen und die Architektur des 19. Jahrhunderts ist in ihrer Maßstäblichkeit und in ihrer Technologie nicht mehr verfügbar. Wie gehe ich aber damit um? Und wogegen wir uns gesträubt haben, ist hier eine losgelöste Kontrastarchitektur zu schaffen, quasi die Box in den Park zu setzen und zu sagen, das ist neu und das ist alt. Und dieser maximale Kontrast ist mein architektonisches Projekt. Das finden wir erstens nicht interessant architektonisch, diese totale Loslösung, diese Dialogfähigkeit. Aber wir glauben, dass es auf der Ebene der Nutzung nicht interessant ist, weil am Schluss geht es darum, hier eine vitale Institution, dieses Landesmuseum, zu schaffen. Und als Besucher interessiert mich vielleicht sekundär, ob ich jetzt im Alt- oder im Neubau bin. Ich gehe mal ins Landesmuseum. Und ich glaube, das ist die wesentlichste Idee dieses Projekts oder der wesentliche Anspruch, dass aus diesem Alten und Neuen zusammen eine neue architektonische Anlage entstehen kann, die eine typologische Logik und eine Identität hat. Sie sehen das dann im Grundriss. Im Erdgeschoss verwächst dann dieser Neubauflügel rechts mit dem
Haus, mit dem bestehenden Haus, aber nur über eine Fensterachse. Das wird dann so brisant dünn, das wird so brüchig. Und dann sehen Sie, wie gegen oben dann diese Brücke so zusammenwächst und im obersten Geschoss löst sich dann der Neubauflügel vom Altbau. Jetzt gehe ich wieder ein Geschoss runter, da gibt es diese Verbindungen. Und wie gesagt, ist dann so die Brücke ist so das zentrale Motiv, weil was wir machen mit diesem Neubau ist, wir schließen so diese offene Figur des Altbaus, das war wesentlich fürs Museum, dass man die Museumsbesucher auf den Rundgang schicken kann, dass man eine gewisse Flexibilität in der Bespielung hat. Wir schließen also diesen Rundgang und gleichzeitig möchten wir natürlich diesen Museumshof mit dem Platz Spitz, das ist dieser Park auf dieser Halbinsel, verbinden. Und die Brücke macht dies. Also in der Brücke überkreuzt sich so der öffentliche Außenraum und dieser Museumsrundgang. Und das ist dann quasi so das generierende Element, oder das, so sage ich so, das bedeutende Merkmal von diesem Haus, das ihm so ein Gesicht gibt, das ist so diese Brücke. Hier sehen Sie die Situation, also mitten in Zürich, neben dem Hauptbahnhof auf dieser Halbinsel, wo die beiden Flüsse Sihl und Limmat zusammenfließen. Und das ist dann das Gipsmodell, wo man sieht, dass das auf so dieser plastischen Ebene relativ homogen wird. Das ist natürlich ein bisschen eine vereinfachte Darstellung, die reine plastische. Was Sie auch sehen hier, ist diese Dachlandschaft des Neubaus. Das ist ein weiteres Thema, wo wir sicher so vom Altbau inspiriert waren. Im Gegensatz aber zum Altbau, wo das quasi aufgesetzte Dachstühle sind, ist im Neubau das Dach direkt Teil der Architektur, der erlebbaren Architektur dieser Ausstellungsräume. Das sind so, das sehen Sie nachher dann, so plastisch geformte Innenräume. Das ist dann so, dieses Neubauprojekt isoliert gesehen. Da sind wir jetzt dran zu definieren und zu recherchieren, was das für eine Architektur sein könnte. Der Versuch, wie weit man so diese fragmentierte Form noch weiter fragmentiert über eine Farbgebung, könnte jede Fassade so eine andere Farbe haben oder jeder Knick eine Fassadenfarbe, einen Farbwechsel erzeugen. Wir haben dann für die Biennale in Sao Paulo vor einem Jahr mal eine These einer Fassade angenommen, eine Durchlöcherung, die sehr situativ war. Das sehen Sie in dieser, das ist übrigens ein wunderschönes Gebäude von Oskar Niemeyer in Sao Paulo, wo wir dieses Landesmuseumsmodell 1,20 von einem Schreiner haben bauen lassen, per Schiffscontainer aus Sao Paulo verfrachtet haben. Das sind interessante Momente, wo man ein Projekt mal in einen Maßstab bringt, wo es fast schon ein gebautes Haus ist. Das ist diese Architektur mit diesen situativen Fenstern, die so die Körperlichkeit so versuchen, so also quasi die Sprache des Körpers in die Öffnung versuchen zu übersetzen. Wir sind da noch nicht wirklich zufrieden damit, da arbeiten wir noch dran. Diese Brücke hat dann auch Öffnungen, die so die Tragstruktur berücksichtigen müssen und darum wird das so brückenträgerartig. Das ist die Situation unter der Brücke. Die gehört dann wie auch so zum Park, das ist wie so eine Grotte. Das finde ich interessant, dass man hier nicht einfach unter dem Gebäude ist, sondern diesen Raum so als Teil des Parks zu verstehen. Es gibt in diesem Park auch so Ansätze von so Follies aus dem 19. Jahrhundert. Es gab sogar eine Grotte, es gibt so den kleinen Hügel, den kleinen Pavillon und so ein Kenotaph. Also es gibt diese Elemente und so bereichern wir diesen Park eigentlich noch mit so dieser künstlichen Grotte, mit so einem glänzenden Material und diesen Wasserbecken drunter. Das ist dann die Brücke von innen. Diese riesige Treppe, die über diese Brücke führt, also wo diese Scheste dieser Brücke von innen spürbar wird, wo ich dann in die Ausstellungsbereiche komme. Und da sehen Sie jetzt im obersten Geschoss sind dann diese Dach
Geometrien spürbar. Diese punktuellen Ausblicke in die Landschaft und hier dieser Saal mit dieser so gebrochenen Dachgeometrie. Das ist natürlich der Versuch in einem Museum, wo am Schluss die Szenografie, also die Ausstellungsgestaltung relativ dominant sein wird, mit relativ kräftigen architektonischen Mitteln immer noch den Raum spürbar zu machen. Dann der Versuch, auch hier diesen Innenräumen eine Materialität zu geben. Wir sind da noch in Verhandlung, aber wir würden sehr gerne hier so den Sichtbeton oder den gestrichenen Beton vorschlagen. Wir reden da immer so von Werkhallen. Wir möchten nicht so, dass das so zu sauber aufgeräumte Museum schaffen, sondern das quasi so als eine Nutzarchitektur verstehen. Wir reden da fast eher von so militärischen Bauten, Kraftwerksbauten, das gibt es in der Schweiz eigentlich sehr schöne Beispiele dazu. Also eine Architektur, die dann auch so benutzt werden kann, wo man fast mit Theatertechnologie die das Licht löst und durchaus so eine technische Dinge an die Wände befestigen darf. Also nicht so ein minimalistisch inszenierter Beton, sondern so eine handfeste Gebrauchsarchitektur. Und im Äußeren ist dann der Versuch, und das wird jetzt uns in der nächsten Zeit begleiten, da die Oberfläche dieses Körpers dafür ein Thema zu finden, um so diese Verbindung zum Altbau, die es typologisch gibt, durch diese Schließung des Rundgangs und die es in dieser Silhouette gibt, dass diese Verbindung des auch auf der Ebene der Materialität stattfinden kann. An diesem Altbau, hier sehen Sie ihn, sind wir schon am Arbeiten. Es gibt eine Baustelle, wo wir Brandschutztüren schon einbauen mussten. Das haben wir vor etwa 2-3 Jahren gemacht. Mittlerweile renovieren wir aber einen ganzen Teil dieses Gebäudes. Und das war für uns ein interessantes Pilotprojekt, wo es darum ging, herauszufinden, wie gehen wir mit dieser bestehenden Bausubstanz um. Es gab mal früher Türen, die sind verschwunden, aber sie sind in Bildern noch erhalten. Es gab diese Türen und die Feuerpolizei hat hier an 4 Stellen neue Brandschutztüren gefordert. Und wir standen vor der Aufgabe, hier eine architektonische Antwort auf ein technisches Problem zu finden und haben diese Türen studiert und haben uns auch überlegt, ob man diese Türen entsprechend diesen alten Bildern rekonstruieren sollen und können und haben dann davon abgesehen, weil die Technologie dieser Brandschutztüren, diese Türen so, wie sie hier waren, einfach nicht mehr glaubwürdig erscheinen lässt. Also die Dicke des Türblatts, die Materialität von technischen Teilen wie Türdrücker und Bänder, die dann den Normen entsprechen müssen, hätten diese Türe nicht mehr richtig plausibel erscheinen lassen. Und wir haben nicht aus moralischen Gründen auf diese Rekonstruktion verzichtet, sondern wirklich, weil die Türe so, wie wir sie hier wahrnehmen, in ihrer so feinen Handwerklichkeit, weil wir die so heute nicht mehr hinkriegen würden unter veränderten Umständen. Und darum haben wir uns dazu entschlossen, diese Türen neu zu entwerfen und haben so gesagt, wie hätte es der damalige Architekt, Gull heißt er, wie hätte er es gemacht, so quasi im Sinne des Hauses mit der Technologie von heute. Und wir haben dieses florale Motiv, diese Weinblätter als Ausgangspunkt genommen, eine neue Holztüre zu schaffen mit einem Ornament und dieses Bild einer Distelblüte von Bloßfeld haben wir transformiert in einen 3D-Code. Das war ein Projekt zusammen mit der ETH, wo dann ein Fresco-Code entwickelt wurde, mit dem massive Eichenblätter gefräst wurden. Und zwar wurde also der Schwarz-Weiß-Kontrast dieses Bildes übersetzt in eine Tiefe. Das gibt Interpretationsspielraum. Da gab es dann sehr viele Muster, die dann am Schluss je nach Interpretation den Charakter des Gefrästen
Muster sehr stark beeinflussen. Und das ist dann das definitive Muster, wo wir diese massive Eichentüre so beplankt haben mit dieser Eiche, was dann zusammen mit diesem Objekt hier eigentlich sehr nah, sehr schön wieder zusammenkommt und so ein bisschen natürlich die Frage aufwirft, das ist jetzt diese Tür, das ist jetzt auch ein Objekt so. Und uns gefällt eigentlich, dass am Schluss diese Türe so stilistisch nicht richtig fassbar ist. Oder man weiß nicht richtig, aus welcher Zeit ist das Stellungsobjekt oder ist sie wirklich eine Türe. Und trotzdem, schon sie so etwas Fremdartiges hat, ist ja auf der Ebene der Materialität in diesem Haus durchaus absolut plausibel, weil eben es gab die Eichentüren, es gibt noch Eichentüren. Und wichtig war uns hier wirklich, dass sie so mit ihren Mitteln, so wie der Neubau, der so diese Dachform und die Materialität und diese Gliedhaftigkeit dieser Anlage so wieder aufnimmt, dass diese Tür auch so die Merkmale des Altbaus wieder aufnimmt, eben die Eiche, also die Materialität, die Massivität, auch die Proportionierung entspricht der alten Türe. Und so möchten wir jetzt auch im laufenden Sanierungsprozess, der dann im Februar abgeschlossen sein wird, umgehen. Das ist zum Beispiel ein neues Fluchttreppenhaus, das wir bauen mussten. Da haben wir so einen Handlauf entwickelt. Das ist ein Profil, ein einfaches Handlaufprofil, das wir dann mit 3D mit 3D-Software um die Ecke quasi gewürgt haben. Das ist ein Formstück, was um die Ecke geht. Und das ist dann im Schalungsprozess, wo das eingelegt ist. Und hier dieses genau das betonierte Stück, was um die Ecke geht. An und für sich nichts Spektakuläres, aber es hat am Schluss dann in diesem Haus plötzlich so eine Selbstverständlichkeit, weil es zusammenkommt mit dieser historistischen Architektur, wo es relativ viele so Steinmetzarbeiten gibt, auch so neogotische, die so eine ähnliche Filigranität haben. So versuchen wir so unsere Eingriffe auf der Ebene so des physischen Ausdrucks und der konkreten Materialqualität so mit diesem Haus in eine Verbindung zu bringen und glauben, dass das so ein erfolgreicher Umgang sein könnte, sich bei der Sanierung von so einem bedeutenden Haus quasi nicht entscheiden zu müssen, ob ich quasi rekonstruiere oder meine ganz eigene autonome Sprache hier bringe. Das interessiert uns beides nicht. Hier, das sind noch Baustellenbilder. Wir mussten eine Decke abbrechen. Die hatte statische Probleme seit 100 Jahren. Das wurde jetzt gelöst. Und wir haben dann diese Decke in der identischen Geometrie wieder betoniert. Das sehen Sie, die Schalung, die Armierung. Und da sehen Sie jetzt auf diesen alten Säulen, Ende 19. Jahrhundert wurde das Haus eingeweiht, liegt jetzt also diese neue Betondecke. Und das war ursprünglich gar nicht so vorgesehen, dass wir die zeigen, aber jetzt, wo sie in einer unglaublichen Qualität ausgeführt wurde, finden wir das eigentlich schön, wie dieser Beton, der so einfach über seine Oberfläche sein Gewicht so zeigt, wie der auf diesen alten Säulen lastet und damit diesen Säulen auch so eine tektonische Wirkung gibt. Das verkommt nicht so zur Kulissenarchitektur, was diesem 19. Jahrhundert immer so ein bisschen anhaftet, sondern hier hat es wirklich ganz eine Primäre, die Säule hat ihre primäre Funktion und das finden wir eigentlich sehr schön. Noch ein anderes Betonprojekt, das wir ausgeführt haben, ist dieses kleine Schutzdach in der Nähe von Basel. Es gibt ein Schulhaus, das hatte keinen Pausenbereich, wenn es regnet, konnten die Schüler nicht raus. Und wir haben das aus räumlichen Überlegungen dort vorgeschlagen, wo es Bäume gab. Und um diesen Zielkonflikt zu lösen, haben wir dieses Dach so ausgeschnitten. Und Sie sehen diese Schalung, die hier montiert ist, die dann genau hier während des Betonierprozesses, die so präzise gemacht wurde, dass so ein leichtes Gefälle definiert wurde und am Schluss das Wasser abläuft. Ich weiß nicht, ob Sie es hier spüren können. Ich glaube, es ist hier höher und hier niedriger.
eine liebevolle Betonarbeit, das sind so die kleinen Gesellenstücke, an denen man so Freude hat, weil man etwas ausprobieren kann. Diese betonierte Platte, die noch auf der Schalung liegt und dann ausgeschalt, diese so unbeschwerte Architektur und dann das Pflanzen der Bäume, wo dann die Baumstämme und die Stützen zusammenkommen. Übrigens die Schrägheit der Stützen, die hilft oder die gewährleistet die Aussteifung dieses Objekts, weil sich die so verkanten. Das ist wirklich eine, sag ich, eine unspektakuläre Aufgabe, aber man muss sich hier wie so einen Widerstand in Form dieser Bäume nämlich jetzt da aufbauen, um so der zu banalen Lösung so zu entgehen. Und genau, das sind dann noch so die Sitzmöglichkeiten für die Schüler, auch aus Holz. Und da gibt es so gewisse Stellen, die dann wirklich schön sind, die so sehr, sehr ausgedünnt sind, wo es dann so prekär zu schweben beginnt. Jetzt möchte ich noch zwei letzte Projekte, die Zeit ist fortgeschritten, zeigen aus China. Mirror Garden House ist ein Projekt, das wir zurzeit bearbeiten in der Inneren Mongolei. Das ist in der Wüste, in der Steppe wird hier eine völlig neue Stadt gebaut und zu dieser Stadt gehört auch eine Villensiedlung mit 100 Villen, wo 100 Architekten aus der ganzen Welt eingeladen sind, jeweils ein Projekt zu machen, und der Künstler Wei Wei, der mit Herzog und Dumont zusammen ja das Stadion da damals den Wettbewerb gemacht hat, hat hier diesen Masterplan überarbeitet und kuratiert das und hat diese 100 Architekten gebracht. Und unser Projekt schlägt hier vor, angesichts so dieses artifiziellen Städtebaus, wo 100 Projekte so als wie so in einem Zoo nebeneinander stehen, sich da, genau, da sehen Sie diesen Bauplatz, diese Steppe. Es ist heute wirklich nicht absehbar, was da sein wird am Schluss. Ich kenne nicht mal meine Nachbarn, also ich kenne die Leute, die es entwerfen, aber ich weiß nicht, was am Schluss da rauskommt. Und aus diesem Grund haben wir vorgeschlagen, hier so ein Hofhaus zu entwickeln, das die ganze Parzelle füllt und sich komplett gegen innen orientiert. Und haben dann vorgeschlagen, dass die Teile, die dann nicht verglast sind gegen innen, also die Mural sind, diese mit Spiegeln zu verkleiden und den Hof relativ dicht mit Bäumen zu bepflanzen, sodass diese Spiegel, diese Bäume dann so ins Unendliche hin und her spiegeln und in dieser beengten Welt des Innenhofs plötzlich so diese Weite entstehen kann. Ein paar Bilder von diesem Modell, das fast nicht fotografierbar ist. In Realität ist natürlich der Spiegel besser zu unterscheiden vom Primärbild als auf dem Bild. Auf der Fotografie ist es sozusagen nicht mehr auszumachen. Dass dann der Grund ist, diese fragmentierten Spiegel- und Glasteile, wo dann alle Räume auf diesen Hof ausgerichtet sind, das Erdgeschoss mit den Wohnzimmern und das Obergeschoss, das ist eine große Enfilade. Und das führt dann dazu, dass noch im Schnitt, Sie sehen, es gibt eine Topografie, das versinkt so halb im Boden. Das führt dann dazu, dass das Haus gegen außen komplett geschlossen in Erscheinung tritt. Es ist nur eine Mauer, die völlig maßstabslos ist. Also ich habe keinen Anhaltspunkt, wie groß das Haus ist. Genau, das sind noch Bilder aus diesen Wohnräumen, die sich so um diesen Hof lagern, die dann auch so längs liegen, das Licht immer über ihre Breitseite erhalten. Auch eine großzügige Architektur, sind 1000 Quadratmeter Wohnfläche gefragt. Und das dann so Bilder, dieser Blick in den Hof mit diesen Spiegelungen gegenüber, wo dann das Reale gegenüber und das Gespiegelte sich so abwechseln. Das ist noch das letzte Projekt, das Sie wahrscheinlich kennen, Ancient Tree, dieses Projekt in Südchina, in Tsinghua, wo auch Wei Wei als Kurator aufgetreten ist und als Verfasser des Masterplans. Das ist auch ein
interessantes Phänomen, dass man natürlich jetzt als junges Büro hier in China einen Auftrag hat und die anderen Büros, die sind alle auch in unserem Alter, dass man so diese Globalisierung jetzt da am eigenen Leib erfährt und in einem fremden Kontext arbeiten darf. Das ist, denke ich, wirklich eine spezifische Möglichkeit unserer Generation. Und hier geht es konkret darum, dass dieser Fluss ganz neu gefasst ist durch diese Hochwassersicherungsmaßnahmen, diese Dämme. Und Wei Wei, dieser Künstler, wurde angefragt, ein Denkmal für seinen Vater zu errichten, der in der Verbannung gestorben ist, der Bürger war von diesem Ort und oder hier geboren ist, ich weiß gar nicht genau, und einer der wichtigsten Schriftsteller Chinas ist. Und Wei Wei hat das dann gemacht und hat gesagt, ihn würde aber mehr interessieren, diese Grünstreifen, die es entlang diesem Fluss gibt, da einen Park zu machen. Und das ist jetzt dieser Plan von diesem Park, der ist 1,5 Kilometer lang. Wei Wei hat so ein rechtwinkliges Raster drüber gelegt, sehr pragmatisch, und diese einzelnen Teile sind dann mit unterschiedlichen Pflanzungen bepflanzt, das ist eigentlich sehr schön, und hat dann 16 Leute, 16 Büros eingeladen, die jeweils so eine Folie oder ein Pavillon da entwickeln sollen. Er selbst hat auch einen gemacht, und wir wurden da also nach China eingeladen, und es gab eine Lottery. Und man hat dann den Zettel gezogen, da stand die Funktion drauf. Wir haben die Nummer 2 gezogen, da stand Non-Function. Und dann sind wir in den Bus gestiegen und sind da rausgefahren und haben den Ort gesehen, und das war der Ort. Und das hat uns dann natürlich so ein bisschen aus der Fassung gebracht, wenn Sie sehen, wie stark wir eigentlich versuchen, uns so die Bedingungen und einen Kontext so nutzbar zu machen, einen Kontext zu aktivieren. Oder? Es geht ja nicht darum, nur die Zwänge so auszuhalten, sondern auch darum, eine Architektur zu machen, die so verbunden ist mit dem Kontext, dass sie ihn auch aktivieren kann. Und hier gab es wirklich wenig zu aktivieren. Und wir haben dann daraus unser Projekt entwickelt. Wir haben gesagt, was braucht dieser Ort, wo es nichts gibt. Der Park ist nicht da, die Straße daneben ist neu, sogar der Fluss ist neu, die Stadt dahinter ist noch nicht gebaut, es ist alles unglaublich aseptisch. Und wir haben gesagt, dieser Ort braucht wie so einen Schutz und wie so eine Geschichte, und es wäre doch schön, wenn es wenigstens so einen alten Baum gäbe, der wie so eigentlich so ein primärer Ort sein könnte, wo Mensch und Tier so vor der harten Sonne und vor dem Regen so Zuflucht suchen. Der einen Schutz gibt eben vom Wind und Wetter und Sonne, aber eben auch räumlich Schutz gibt in so dieser öden, artifiziellen Landschaft. Und das Bild des Baums ist natürlich in der Architekturgeschichte mehrfach schon verwendet worden. Und wir haben ein Projekt entwickelt, das die Geometrie des Baums in so zweidimensionale Scheiben auflöst. Das sind 16 oder doch 16 so Rippen, wo jeder ein bisschen anders ist, und dann so eine Art Blätter, die auf diesen Rippen liegen, die sich dann auch nicht ganz präzise treffen, sodass es so Löcher gibt, wo dann Sonne und Regen reinfallen. Und ich musste das in China vorstellen, und die Kommunikation hat dann so funktioniert, dass wir wie so ein Comics gemacht haben. Wir haben da die Pläne von all diesen Rippen gezeichnet und haben dann so ein Handbuch gemacht, diese DXF-Files geschickt und genau beschrieben, wie man die Armierung einlegen soll, haben das auch mit dem Ingenieur besprochen, haben dann wirklich so quasi so ein Bauhandbuch dazugelegt, wie baue ich das Fundament, wie setze ich das rein, worauf muss ich achten, dass der Gravitation, der Schwerpunkt und die Aufhängung koordiniert sind, und dann so Stücklisten gemacht von all dem. Und wir haben dann so Bilder gekriegt, wir haben die Baustelle nie gesehen, wir haben dann Bilder gekriegt, wo sie offenbar dieses Fundament machen, das war dann, hat dann auch nicht unseren Plänen entsprochen, wir mussten das so interpretieren, sie haben das offensichtlich größer gemacht als vorgesehen. Und
dann wie liebevoll da am Boden diese einzelnen Äste betoniert werden. Genau, geschaltet und betoniert, da sieht man im Hintergrund noch mehrere. Es gibt auch kaum Baumaschinen, sind alles Handarbeit. Und dann da kommt dann der Kran, der das hochhebt und so positioniert. Diese innere Säule dient eigentlich nur als, als Kraftübertragung. Die hängen da an dieser Säule und übergeben, also immer zwei gegenüberliegende Äste übergeben da die Kraft. Und das ist ein Bild, das uns eigentlich gefreut hat, dass schon auf der Baustelle so diese schützende Wirkung dieses Baums schon so in Anspruch genommen wurde. Und das ist dann im Zustand, wo noch diese Blätter fehlen. Und dann die Blätter. Und das ist dann der Baum fertiggestellt, so wie wir ihn dann auch gesehen haben an der Einweihung. Wirklich liebevoll und präzise gemacht. Mit diesen so weit runterhängenden Ästen. Das Licht, das so durchkommt, in der Hoffnung, dass das dann so verwittert. Und ja, das wär's. Danke. Hembrich Dophoff war das damals. Hembrich Dophoff, kennt man nicht mehr, ich weiß nicht. Gibt's noch? Ja, das ist eine Weile, ist 15 Jahre her. Aha. Aber es war so diese Kollhoff-Umgebung. Ja. Wie groß ist die Wohnung? Jetzt sind wir so etwa 37 Leute. Braucht man, um so diese Projekte so parallel entwickeln zu können. Also das ist kein formaler Fang, sondern eine. Und zwar, was mich persönlich bemüht, war schon irgendwie dieses am Anfang, oder in vielen Projekten kommt es, dass auf einmal Beton oder eine Baumasse so ganz weich wird, aber gleichzeitig sehr viel Widerstand aufnehmen kann in der Korrektur und in der Hausformulierung. Das ist aber die Frage ist, was interessiert euch mehr? Arbeitet ihr mehr an diesen Geometrien, also an diesen kontrollierten Geometrien, oder arbeitet ihr mehr an dem Widerstand, an dem Gebäude? Weil das scheint ja irgendwie ein zentrales Thema, das alle Gebäude auch so ein bisschen mit sich gebracht haben, wenn ich das dieser Widerstand. Also uns interessiert natürlich, ja, vielleicht muss ich noch präzisieren, also, uns interessieren ja nicht so die pragmatischen Bedingungen, die Architektur formen, sondern uns interessiert ja, sie uns nutzbar zu machen, weil wir einfach wissen, dass wir als Architekten unglaublich schwach sind, oder? Also ich meine, ich kann als Architekt noch lange städtebaulich und räumlich argumentieren, wenn es ein energetisches oder finanzielles, technisches Argument gibt, dann falle ich um, oder? Also das ist einfach die Erfahrung, die wir machen. Ich glaube auch, das ist zunehmend schwieriger. Man muss als Architekt die Autorität des Städtebaus und der Architektur, die gibt es nicht mehr. Oder? Also ich muss die Feinde kennen. Oder? Das ist sowieso die Negativformulierung. Die positive ist schon, dass ich sagen kann, diese Bedingungen, wenn es jetzt zum Beispiel der Lärm ist hier, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber der hat ja wie so eine räumliche Bedeutung, der kommt von einer Seite. Und dass der am Schluss eine Wirkung hat, eine räumliche Wirkung hat fürs Haus, das ist irgendwie logisch. Also wie ich mich orientiere in einem Raum, das hat damit zu tun, woher das Licht kommt, wie der Raum proportioniert ist,
Und wir versuchen, wie so das, was quasi in der Luft liegt, so, so zu verstehen. Und direkt dann einfach unter. Ja, und eben wie in diesem Fall von diesem Hochhaus nutzbar zu machen, um zu sehen, wie muss dieses Haus da stehen, oder? Und natürlich auch, glaube ich, halt nur beschränkt so an die Kreativität des, des menschlichen Geistes aus sich raus. Es entstehen auch quasi, indem ich die Fragestellung so ausweiten kann, komme ich auch unter Umständen auf Lösungen, auf die ich nicht gekommen wäre. Und ich kann neue Ergebnisse erzeugen, die ich dann wieder beurteilen kann. Ich kann auch sagen, nein, es ist schlecht. Also wenn ich die Bedingungen so aufs Projekt wirken lasse, dann komme ich zu einem Projekt, das ich städtebaulich oder architektonisch aus den und den Gründen nicht interessant finde. Aber unter Umständen bringt es mich auf eine Lösung, wo ich sagen muss, es ist wie eine neue Lesart einer Situation und ist ja auch es ist gesund, um nicht wieder Wiederholungstäter zu werden. Das dann auch noch, ja. Okay. Also ich habe noch zwei Fragen. Und zwar die erste Frage zu diesem ganz dicken Gebäude. Und zwar würde mich da interessieren, ob die Treppenkerne da gar keine tragende Funktion haben. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage zu diesem Projekt, wo ihr den Block geschlossen habt. Warum das innen komplett, also expressiv ist und außen bildet sich dann eine, weiß ich nicht, 300, 400 Meter glatte Fassade. Also auch, habt ihr, also beispielsweise die Eingänge in die Wohnung oder sowas, gibt es da irgendwie ein Spiel? Doch, es gibt schon ein Spiel. Es gibt Erker. Es gibt Erker, die aber nicht repetitiv sind. Jeder ist ein bisschen anders. Der Investor flucht auch. Aber es gibt schon ein minimales Spiel. Also es gibt Orte, die dann schon bezeichnet sind. Der Eingang hat eine Tiefe. Also es ist nicht so, dass das, wir suchen da nicht die absolute Härte. Aber man sucht so eine, so quasi die formelle Vorderseite. Ich meine, das ist im 19. Jahrhundert steht bei euch so, die Vorderseite ist so formell und geordnet und so repräsentativ und hinten auf der Rückseite ist man viel pragmatisch und das führt oft ja zu so plastisch interessanten und räumlich interessanten Lösungen. Ne? Aber eben, ich habe es auch versucht darzulegen, also die Rückseite, es gibt natürlich eine andere Körnigkeit in diesem Innenhof als auf der Straßenseite, aber auch das Gegenüber hat da eine relativ große Homogenität. Und das andere, zu den Treppenkernen, die tragen natürlich schon, aber sie steifen vor allem aus. Also, die sind schon tragend. Aber die Hauptwirkung der Kerne ist die Horizontalaussteifung. Ja. Klingt gut. Wir gehen noch mit dir essen, aber wir bauen schnell ab und so und dann ja, okay. Hab ich noch, weil